Heute bei Hunde verstehen? Hündin Ella beherrscht das Wohnzimmer, randaliert am Gartenzaun und geht auf Spaziergängen wild in die Leine. Ich habe schon vieles versucht, aber dadurch, dass sie auch so klein und wendig ist, habe ich keine Möglichkeit. Ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll. Und Jagdhund-Mischling Loon. Hundebegegnungen sind mit ihm ein einziger Kampf. Jeder Artgenosse wird angegangen und verbellt. Halterin Antonia ist verzweifelt. Er verhält sich da einfach sehr, sehr unsicher oder kann es gar nicht beschreiben, aggressiv. Auf jeden Fall so, dass es mir bei anderen Frauchen und Herrchen mir dann auch echt immer unangenehm ist. Kann Hundecoach Andreas Olischläger helfen? Willkommen zu Hunde verstehen mit Andreas Olischläger. Für seinen ersten Fall ist er im westlichen Ruhrgebiet unterwegs, in Oberhausen. Ella hat ein Problem beim Spazierengehen und mit dem Nachbarshund. Sie zwickt andere Hunde und kann nicht von der Leine gelassen werden. Tanja und André sind sehr verzweifelt und brauchen dringend meine Hilfe. Spannender Fall, schaue ich mir mal an. Ella. Die anderthalb Jahre alte französische Bulldogge ist seit 5 Monaten das 4. Familienmitglied bei Einzelhandelskauffrau Tanja, Servicetechniker André und deren Tochter Emily. Sie ist super mit unserer Tochter, sie ist uns sehr ans Herz gewachsen, sie ist halt ein Clown hier zu Hause, macht Blödsinn, ist aber auch manchmal stur und daran müssen wir noch arbeiten. Und nicht nur das. Am Gartenzaun rastet sie regelmäßig aus. Und auch bei Spaziergängen sieht es nicht besser aus. Sie geht wirklich in die Leine rein und versucht mit Hängen und Würgen zum anderen Hund zu gelangen. Und wir haben wirklich Probleme, sie zu stoppen, sie zu beruhigen. Andreas Olischläger ist gespannt, wie Ella ihn empfangen wird. Erst lässt sie sich gar nicht blicken. Als sie jedoch plötzlich auftaucht, macht sie sehr schnell deutlich, wer in ihren Augen die Herrin im Hause ist. Schön, dass ihr mich gerufen habt. Ja. Die Ella hat mich regelrecht belästigt. Ich habe dann auch direkt gezeigt, ich habe da keine Lust drauf. Ja, wir sehen schon, du gehst etwas anders vor wie wir. Ich gebe ihr keine Aufmerksamkeit, weil sie ein Verhalten zeigt, was respektlos ist. Wenn sie respektlos ist, hier und das auch noch darf und auch dafür gelobt wird und bekommt dafür Leckerchen. Und ich würde sagen, ach, du bist aber eine Süße, du bist aber toll und peitscht sie noch hoch. Und sie würde dann, yippie, yay, yeah, Party, 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 Party. Dann zeige ich dem Hund, dein Verhalten ist absolut in Ordnung. Weiter so. Das macht sie dann nicht nur hier, sondern sie macht das auch draußen. Und sie macht es vielleicht auch bei anderen Hunden. Aber ihr habt ja auch ein paar Probleme mit ihr. Und die würde ich mir jetzt gerne mal von euch anhören. Hauptsächlich, dass der Spaziergang nicht funktioniert, dass diese Streitigkeiten mit anderen Hunden an der Leine nicht sind und man da echt unentspannt schon in den Spaziergang geht. Und ja, die Sache mit dem Nachbarhund ist auch nicht so ganz lustig. Wenn sie dann hört, dass der Nachbarshund bellt, ist die mit 200 km/h unten am Zaun, versucht ihn auch durch den Zaun zu zwicken oder anzugreifen, trotz Gartenzauns. Okay. Ich würde mir jetzt gerne die Situation mal angucken. Wir fangen mal im Garten an, nämlich mit dem Nachbarshund. Und dann gehen wir mal ein Stück spazieren. Gerne. Gut. Gerne. Dann machen wir das. Doch vorher wird noch Tochter Emily verabschiedet, die gegenüber mit einer Freundin verabredet ist. Und dann Showtime. Andreas kommt kaum hinterher. Jetzt muss ich mich beeilen. Ella ist kaum zu bändigen. Doch der Coach macht deutlich, so nicht. Ella war ja dann relativ schnell von mir beeindruckt auch. War aber nur, weil ich wirklich bei mir war und weil ich auch gemerkt habe, transportierst du jetzt die richtige Energie, dann nimmt dir Ella das auch ab. Dann hat sie sich ja auch zu mir gelegt. Und dann kommt der Moment, wo wir dem Hund auch die Zuwendung geben können und auch Streicheleinheiten. Aber dann keine Hektik reinbringen, sondern ruhig bleiben. Schon nach kurzer Zeit beruhigt sich Ella. Tanja und André sind sprachlos. Jetzt kommt der Moment des Anfreundens. Ich möchte ja was von ihr. Sie soll auf der einen Seite Respekt haben und auf der anderen Seite möchte ich auch haben, dass sie zu mir oder dann eben auch zu euch eine gute Beziehung herstellt. Ich bräuchte eine Leine mit Halsband oder Geschirr. Hol ich dir. Ja? Also da mit Härte zu arbeiten oder mit Strenge zu arbeiten, ist völlig fehl am Platz.
Wer dann ausflippt und anfängt, Platz zu schreien oder den Hund auf den Boden zu drücken, irgendwie in einer Dominanzgeste da zu verharren, das ist für den Hund nicht gut und da wird er nichts bei lernen. Nachbarshund Max hat sich inzwischen verzogen. Andreas bittet aber darum, ihn nochmals zu holen, diesmal mit Halterin und ebenfalls an der Leine. Der Punkt ist der, sie soll Freiheiten haben, aber eben auch Grenzen einhalten. Jetzt gehe ich hier rüber. Grenze. Okay. Komm ruhig näher. Super. Wenn sie ruhig bleibt, kriegt sie sofort ein Lob. Hier ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass der Hund lernt, ein angemessenes Verhalten am Zaun zu zeigen, indem wir ihm die Freiheiten geben, aber ihn auch wieder eingrenzen. Heißt, wenn der Hund zu aufgedreht ist und möchte darüber, müssen wir ihn bremsen. Wenn er wieder ein korrektes Verhalten zeigt, geben wir ihm wieder Zuwendung, ne Schatz? Dann können wir auch mal schmusen. Ob Tanja und André das ebenfalls hinbekommen? Okay, Tanja, du darfst jetzt das machen, was du gerade bei mir beobachtet hast. Wenn du Fragen hast zwischendurch, meld dich. Ich versuch's. Ja, versuch's. Alles klar. Du kannst wieder näher kommen mit dem Hund, dem Max. Super. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Super. Super, Tanja. Und dann kannst du auch weggehen und sie loben. Super. Nicht zu viel, ne? Wenn die Leine hier noch auf Spannung ist, dann ist sie nicht entspannt. Okay. Weißt du, am besten ist sie hängt durch. Und wenn du dann die Grenze zeigst, dann akzeptiert sie die auch. Versuch nochmal mit Durchhängerleine, geh mal ein Stückchen näher. Da bist du super unterwegs, sehr schön. Nein, nein. Zu spät. Aufpassen, nein. Genau, aufpassen und ruhig bleiben. Also da darf man auch echt viel Verständnis haben, dass die Menschen auch ein Stück weit auch brauchen, weil das können die nicht auf den Punkt genau so bringen. Das ist halt Übung. Reine Übung. Komm, wir tauschen die Plätze. Tanja geht rüber. Und du kannst mit dem Max noch mal rüberkommen. So, bitteschön, deine Bühne. André hat ja dann mal Ella übernommen und hat auf sie eingeredet auch. Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, vielleicht hat er eine Chance damit. Aber wenn Ella dann wieder in diesen Klickmodus kommt, dann ist wieder Ende. Das wird schon schwierig für alle Beteiligten, da die Kurve zu bekommen. Aber ich bin da immer guter Dinge, dass die Menschen lernen, die Hunde zu verstehen. Sehr gut. Und tatsächlich bekommt André die Situation Schritt für Schritt immer besser in den Griff. Schließlich gelingt es ihm, Ella einzugrenzen und zu beruhigen. Es besteht also Hoffnung auf Besserung. Für Ella und ihre Halter hat das Coaching für heute ein Ende. Denn Andreas hat seine Pläne geändert. Jetzt haben wir ja hier einiges erlebt im Garten. Ich hatte ja eigentlich geplant, noch mit euch spazieren zu gehen. Aber das brauchen wir nicht, weil die Probleme, die ihr hier im Garten habt und die ihr auch drinnen im Haus habt, die tragen sich natürlich auch dann nach draußen auf den Spaziergang. Deswegen, das brauchen wir nicht mehr. Wichtig ist, dass ihr euch bitte von Ella nicht mehr so belagern lasst. Auf der Couch, sich nicht mehr auf euch rumtrampeln lasst. Auch dieses ständige Betteln, diese körperliche Zuwendung auch immer so einzufordern. Lasst das nicht zu, setzt klare Grenzen und gebt wieder Freiheiten. Übt das hier im Garten, übt es drinnen auch, das mit der Couch, entweder runter oder rauf, so wie ihr wollt. Und beim Spaziergang könnt ihr das auch so machen, dass ihr das Erlernte eben mit nach draußen auf den Spaziergang nehmt. Und dann sehen wir uns in 4 Wochen im Revier für Hunde und da freue ich mich schon, euch einige Hunde präsentieren zu dürfen. Kommt, gehen wir. Wir auch. Das Revier für Hunde in Eschweiler bei Aachen. Bis zu 40 Hunde halten sich hier täglich auf. Was, wenn Ella auf so viele Hunde trifft? Wird Andreas Olischläger es schaffen, die kleine Bulldogge zu beruhigen? Doch zuerst zum zweiten Fall. Und der führt den Hundecoach nach Bielefeld. Antonia und ihr Rüde Loon haben wohl gemeinsame Probleme beim Spaziergang. Sie traut sich gar nicht, ihn loszulassen, weil sie Angst hat, dass er beißen könnte. Ein richtig spannender Fall. Gassi gehen sieht bei den beiden so aus. Stressig und nervig.
Mein Hund Loon ist 11 Jahre alt und bei den Hundebegegnungen ist Loon einfach eine Katastrophe. Er verhält sich da schon sehr aufgewühlt und bellt und ist hysterisch. So zum Teil, dass ich eben kaum auch zurückhalten kann. Und das ist dann meistens leicht anstrengend und nicht schön für mich. Erst seit 5 Monaten ist der 11-jährige Loon bei der 25-jährigen Reiseverkehrskauffrau. Zuvor lebte er in Kroatien auf der Straße, dann zeitweise auch im Tierheim. Von Anfang an gab es Probleme, die dann immer schlimmer wurden. Mir ging es nicht so gut am Anfang, weil das wirklich eine Zerreißprobe für mich war. Also es ging wirklich mehr an die Grenzen und ich habe echt gesagt, jetzt musst du durch oder das war's. Andreas Olischläger will jetzt herausfinden, was bei Antonia und Loon wirklich los ist. Schon bei der Begrüßung drängt sich Loon aufdringlich in den Vordergrund. Was kann ich für euch tun? Das ist Loon. Ja, wer bist du? Ich bin die Antonia. Ja, das weiß genau. Ich. Aber du brauchst ihn nicht sofort vorzustellen, okay, sondern ja. Mir geht es ja erstmal um dich. Wenn ich reinkomme und mich sofort mit aller Emotion und mit aller Aufmerksamkeit auf den Hund stürze, dann gebe ich dem Hund das Gefühl, ja, er ist der Mittelpunkt der Erde. Wir Menschen lernen uns doch auch mit ein bisschen Distanz kennen. Wir springen uns doch nicht direkt gegenseitig auf den Schoß. Hast du Hundeerfahrung? Ja, aber nicht mit so einer Art Hund, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wie lange ist der Loon bei dir? 5 Monate. Der ist noch frisch bei dir. Ja. Bist du überfordert? Also ich versuche mich da durchzukämpfen, um ehrlich zu sein, ja. Aber in manchen Situationen weiß auch ich nicht mehr, was ich machen soll tatsächlich. Ich würde mal gerne dich im Kontakt mit deinem Hund sehen. Daraus kann ich dann auch erkennen, warum er dich vielleicht draußen auch nicht ernst nimmt und warum er sich draußen auch so benimmt. Das fängt meistens in der Wohnung an oder meistens beim Hundehalter. Sollen wir das mal machen? Ja, hast du da Bock drauf? Klar, gerne. Ja, wunderbar. Dann du, Loon, stehst du mal auf. Hey, komm mal her. Loon. Warte, stopp. Komm mal her, Loon. Ja. Hier. Das sind vier Signale. Und wo ist er? Er liegt. Er kommt nicht. Der Hund hat gar keine Zeit zum Kommen. Da sind viel zu viele Signale hintereinander ohne irgendeine Pause. Versuch's nochmal. Loon! Loon auf. Mhm. Jetzt macht das ja schon. Jetzt ist er. Guck mal, was du jetzt machst. Du hast ihn gerufen, dann hast du gesagt, ja, er kommt ja nicht. Dann hast du ihn versucht, ans Halsband zu nehmen. Hast du gesagt, so, jetzt komm, jetzt steh mal auf. Dann dreht er sich auf den Rücken, macht den Clown. Und ich streichle ihn. Und du streichelst ihn, Bingo, du hast es selber erkannt. Und weißt du, was er sagt? Toll. Ich brauch nicht kommen. Toll. Ich brauch einfach nicht kommen, ist doch toll. Die Mama holt mich eh ab und wenn ich nicht komme und sie ruft mich, dann werde ich auch noch geschmust und gestreichelt. Oh, das ist ja auch super inkonsequent. Das hat viel mit Respekt zu tun. Also, Loon hat so ein bisschen die langen Ohren auf Durchzug geschaltet. Und Antonia ist eher so in dem Modus, weißt du, komm doch mal her jetzt komm doch mal her. Du kommst ja eh nicht, ist auch egal, komm, dann bleib einfach liegen. Es macht ja nichts. Dann habe ich gedacht, okay, wenn das draußen auch so ist, ja, dann klappt das auch nicht mit den Hundebegegnungen. Wenn ich haben möchte, dass ein Hund respektvoll zu mir ist, dann muss ich ihm mit Respekt begegnen. Wenn ich jetzt mich hier auf den Boden setze und ihn durchwuschel und den bekloppt mache und dann aufheize, dann wird er auch bekloppt. Und wenn ich ihm dann sage, jetzt hörst du auf damit, was soll das denn? Das ist doch völlig kontraproduktiv, das bringt ja gar nichts. Das, was ich jetzt mache, ist, ich fasse ihn an, aber ich wuschel ihn nicht durch, sondern ich begegne ihm so, dass er weiß, Ruhe ist erstmal ein guter Freund für den Anfang einer Beziehung. Jetzt gehen wir mal draußen spazieren. Komm. Ja. Durch einen kleinen Wald geht es in einen Park. Und die ersten Hunde lassen nicht lange auf sich warten. Wird Loon jetzt so aggressiv reagieren, wie von Antonia beschrieben? Erstmal nein. Hallo. Hi. Hallo. Ein Mädel, ein Jung? Ja, genau. Unkastriert. Unkastrierter Rüde. Ah, da muss man schon mal aufpassen. Alles gut. Alles gut. Komm, ja, sie hat das jetzt geregelt, genau. Das war dann so ein Moment, wo es schon mal so ein bisschen kippen kann. Aber da gilt es, ruhig zu bleiben, nicht auszuflippen. Also wenn die Hunde schon ausflippen, wieso sollen die Menschen dann auch noch ausflippen? Jetzt würde ich natürlich in dem Fall empfehlen, dass sie gar nicht weggeht, sondern dass man ein Stück zusammengeht. Okay. Das wäre so das Beste, ne? Für Antonia war das bisher aber unvorstellbar. Sie hätte schon vor der Begegnung ganz anders reagiert. Wäre Andreas bei der Situation nicht dabei gewesen, hätte ich vielleicht Loon mal schnüffeln lassen an dem einen Hund und wäre dann, glaube ich, direkt weitergegangen oder hätte das umgangen.
Mal schauen, wie die nächste Hundebegegnung läuft. Okay, alles klar. Okay, warte. Hallo, kommen Sie mal gerade zu uns. Oh, danke. Weil, wenn wir uns so begegnen und dann wieder gehen, behalten Hunde das in Erinnerung. Was auch gut ist in solchen Situationen, einfach mal in die Hocke gehen. Und er bellt jetzt, weil er hin möchte. Wie heißt sie? Leni. Leni. Er weiß nicht, ob er sich mit Leni unterhalten soll. Ihm fehlt so ein bisschen die Hundesprache. Er darf lernen, dass er nur zu ihr hin darf, genau Schatz, wenn er sich angemessen verhält. Wenn er sie anbellt, wenn er die ganze Zeit fiebt, wenn er dahin zieht, nein. Wenn er akzeptiert, dass hier eine Grenze ist, dann darf er auch irgendwann dahin. Er beschwert sich jetzt. Ja. So. Und jetzt kommt langsam Ruhe rein. Und aus dieser Ruhe heraus nähert sich Loon der Hündin plötzlich auf ganz andere Weise als zuvor. So, jetzt will er von hinten mal Hallo sagen. So, super. Und wenn du das siehst, dass so ein Moment da ist, dann sagst du, komm, wir gehen zusammen ein Stück mit der Leni. Okay, können wir losgehen. Es hat mich gefreut, als ich dann sehen konnte, wenn wir wieder zur Ruhe kommen, dann bellt der Loon noch so ein bisschen aus Verlegenheit, auch aus Protest auch noch rum, aber kam dann auch zur Ruhe. Aber nur dann, wenn man selber auch zur Ruhe kommt. Doch nach wenigen Metern gemeinsamen Spaziergangs beginnt wieder das chaotische Gezerre. So, und was er dann wieder üben könnt, ist, wenn er so aufdringlich ist, nimmst du ihn einfach immer wieder ein Stückchen raus. Ach, süß. Jetzt zickt sie ihn wieder an, jetzt macht er ein Auge. Chaka. Jetzt hat er die Ansage von ihr bekommen. Ja. Das, was Antonia jetzt in 5 Monaten mit dem Respekt versucht hat, hat die Hündin innerhalb von Sekunden gemacht. Ihm gezeigt, pass auf, Freund, du kannst mich gern zum Essen einladen, aber eins nach dem anderen. Aber sie kommt wieder, hast gesehen, jetzt hat sie ihn erzogen. Gerade ist sie zu ihm hingekommen und hat gesagt, hör mal, Freund, halt den Ball flach. Wenn man jetzt sagen würde, jetzt geh doch mal schön spielen, dann würde man sich in die hündische Kommunikation einmischen. Warum? Weil sie ihm gerade gesagt hat, ich möchte jetzt nicht mit dir spielen, wenn du so drauf bist. Also halt den gebürtigen Abstand. Den hält er jetzt auch, jetzt hat er es verstanden. Willst du selber mal? Ja. Probieren, also wirklich nur ranlassen, wenn er sich angemessen verhält. Und dann auch nicht mit ihm sprechen, sondern in Ruhe. Genau. Super. Super. Nicht zu viel reden, nicht zu viel durchwuscheln. Geh mal in die Hocke. Warum bellst du? Nicht durchwuscheln. Wuscheln ist Hektik reinbringen. Auch nicht so, nein. Ruhig. Jetzt stehst du wieder auf. Leine locker und gehst 2 Schritte zurück. So. Leine locker. Super. In so einer Situation kann man ganz viel über Körpersprache lernen, über seine eigene Energie lernen. Wie bringe ich den Hund in die Ruhe? Wie bringe ich den Hund dazu, respektvollen Abstand einzuhalten? Erstmal die Distanz zu wahren. Wann nehme ich ihn wieder raus aus einer Situation? Das ist ein wundervoller Moment, um zu lernen. Für alle, sowohl 2- als auch 4-Beiner. Ein spannendes Treffen geht zu Ende. Aber in den kommenden Wochen gibt es für Antonia noch einiges zu tun. Also, ich habe ein paar Aufgaben für dich. Und zwar zum Ersten. Du gehst jetzt hier regelmäßig spazieren, tust du ja sowieso, und dann suchst du diese Kontakte. Sprich die Leute an, frag, ob sie mit dir ein Stückchen zusammen spazieren gehen. Wenn er bellt, mault er. Er ist grundsätzlich nicht aggressiv. Also lass ihn aber erst zu den anderen Hunden hin, so wie eben von mir gezeigt, wenn er auch akzeptiert, dass eine Grenze gesetzt wird. Du hast schon ganz viel erreicht in den 5 Monaten. Das ist ein 11 Jahre alter Hund aus dem Tierschutz. Und ich finde das klasse, was du bis jetzt schon geschafft hast. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Und wir sehen uns in, ich glaube, circa 4 Wochen bei mir im Revier für Hunde. Und dann wird es richtig spannend. Alles klar. Ich wünsche euch was. Danke. Mach's gut. Bis Ciao. Dahin. Ciao. Im Revier für Hunde soll Loon die Möglichkeit bekommen, sich unter vielen Artgenossen zu bewegen. Doch dann kommt alles ganz anders. Tanja und André sind mit ihrer französischen Bulldogge Ella auf dem Weg zu Andreas Olischläger.
Beim ersten Hausbesuch des Coaches nahm Ella erst ihn und die Couch in Beschlag. Dann randalierte sie am Nachbarzaun. Beim heutigen Besuch im Revier soll es vor allem um Ellas ebenfalls sehr aggressives Verhalten bei Spaziergängen gehen. Ich bin sehr gespannt heute auf den Tag im Revier. Einfach auch, um zu sehen, wie Ella sich mit den anderen Hunden im Rudel verhält. Ich denke auch, dass wir da wieder eine ganz andere Einschätzung zu der Situation kriegen. Ja, ihr zwei, ihr strahlt so. Was habt ihr verändert? Was ist mit der Couch? Das interessiert mich jetzt, mit dem Hochspringen. Sie hat es immer wieder versucht, aber nach kurzem Ermahnen, ja, hat sie dann verstanden, okay, ich muss hier runter. Ja, super, das hört sich ja schon mal gut an. Die Situation am Gartenzaun, seid ihr weitergekommen oder ist das gleich geblieben? Wir haben es auch so gemacht, wie du uns auch gesagt hast. Das hat sie teilweise verstanden. Oh, das ist ja schon mal super. Es ist ein Fortschritt. Fortschritt, super. Als allererstes würde ich gerne sehen, wie ist die Ella an der Leine, wenn ein anderer Hund kommt. Ihr geht jetzt einfach ein Stück die Straße runter und wenn ich den Arm hebe, kommt ihr zurück und dann kommt euch jemand mit einem Hund entgegen, Mitarbeiterin von mir, und dann verhaltet ihr euch so wie immer, ja, und geht einfach an dem Hund vorbei. Gut? Top. Machen wir. Eure Straße, bitteschön. Während Tanja und André sich in Position begeben, bittet Andreas seine Mitarbeiterin Jenny mit Labradorhündin Ellie zu sich. Wird Ella sich beherrschen können? Ella, hey. Holla die Waldfee. Da musste ich schon schwer durchatmen, weil da ging Ella sofort auf Angriffsstellung. Und ich wusste, wenn die jetzt losgelassen wird, dann greift die auch an. Darf ich sie mal nehmen? Bitte. Danke. Bleibt ihr mal da stehen. Als ich Ella dann zu mir genommen habe, das mache ich ja immer dann gerne, um zu fühlen, wie ist der Hund denn so? Bin ich hingegangen und habe ihr erst mal versucht zu erklären, dass dieses Verhalten nicht erwünscht ist. Das ist nicht in Ordnung. Du kennst mich noch, ne? Vom letzten Mal. Ich bin immer noch der gleiche Onkel. Und jetzt gehen wir zweimal ein Stück zusammen. Ein letzter, leicht verzweifelter Blick der kleinen Hündin zurück zu Tanja und André. Doch Ella ist jetzt unter professioneller Führung. Und es zeigt sich, obwohl Ella immer wieder Anstalten macht, sich Ellie zu nähern, geht Andreas blitzschnell dazwischen. Mit klarer Körpersprache. Wenn der Coach stehen bleiben möchte, bleibt er stehen. Wenn er sich unterhalten möchte, unterhält er sich. Hi! Hi, grüß dich! Na? Super! Ellie! Na? Super! So ist das fein, Schatz. Langsam! Doch Ella versucht erneut anzugreifen. Andreas bekommt sie zwar in den Griff, aber das Problem sitzt tief. Der Hund ist so, weil ihr ihn habt so werden lassen. Wäre der jetzt 60 Kilo, würde ich euch sofort sagen, ihr müsst euch sofort trennen. Das ist nicht einfach nur mal, oh, ich will mal kurz knibbeln. Dem ist ja erst ein halbes Jahr bei uns, ne? Ja, aber trotzdem. Halbes Jahr erst, halbes Jahr schon. Keine Grenzen gesetzt. Respektloses, distanzloses Verhalten. Muss jetzt schimpfen, das gehört auch dazu. Was bei ihr wichtig ist, ist einfach, dass du ihr zeigst, ich bestimme, wann wir dahin gehen und ich bestimme auch, wann wir nicht dahin gehen. Und merk es dir. Hast mich mir lieb, Andreas? Doch, ich hab dich lieb. Du bist meine Schatzemaus. Aber du benimmst dich. Hast du verstanden? Und wie Ella verstanden hat, geht doch. Super. So ist das gut. Ne? Ella, komm hier rüber. Ella? Gute Schatzemaus. So ist mein Engelchen, ne? Ja, fein. So, und jetzt darf das Engelchen gleich mit André weiterüben. Ob das auch klappt? Mitkommen. Komm. So, und stopp. Grenze. Super. Genau, und du lachst weiter. Sei freundlich zu den Leuten, sei freundlich zu dem anderen Hund. Zeig ihr, pass auf, reicht schon, wenn hier einer so drauf ist. Lass dich nicht anstecken. Okay. Du bist ein freundlicher Typ, also bitteschön. Danke. Magst du mir verraten, wie heißt? Das ist die Ellie. Die Ellie. Ach, habe ich doch richtig verstanden. Hallo, genau. Ellie. Ich habe mich in der Situation quasi etwas sicherer gefühlt, wo ich gemerkt habe, Ella ist einigermaßen ruhig geblieben und ich konnte mich mit der Jenny unterhalten, was vorher eigentlich mit anderen Hundebesitzern seltenst möglich war, dass es so ablief. Und das macht mir Hoffnung, dass das in Zukunft weiter so geht. Hier haben wir jetzt schon mal ein paar Fortschritte gemacht. Wir können jetzt mittlerweile hier stehen mit einem anderen Hund.
Und jetzt gehen wir ins Revier. Gerade kleine Hunde haben oft große Probleme mit Artgenossen. Ihren Haltern fällt es besonders schwer, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. Das Rezept des Hundecoachs? Konfrontation statt Vermeidung. Sie wird jetzt den ein oder anderen Hund hier kennenlernen. Ich würde gerne jetzt die Führung erstmal übernehmen und sie nachher gegebenenfalls auf euch übertragen. Ja? Mhm. Und ihr könnt einfach nur mal zuschauen. Und lernen. So, ich leine sie mal ab. Und ihr seid draußen auf dem Spaziergang unterwegs, da kommen Leute mit anderen Hunden und euer Hund ist frei. Und Ella ist nicht nur von der Leine, sie ist wie entfesselt. Zeit für Andreas einzugreifen. Das ist euer Hund. Macht Türe auf, alle durchlassen. Geht der Hundecoach jetzt zu weit? Lass es. Lass es. Wenn ich solche Situationen habe mit der Ella und ich merke, der Hund ist schon völlig drüber und der will angreifen und er hat Stress, dann darf ich den Hund beobachten, darf mich nicht auf seine Energie einlassen, bleibe selber in der Ruhe und führe ganz klar die Situation in eine andere Richtung, in eine gute Energie, in eine Ausgeglichenheit. Und dazu brauchen Hunde uns Menschen, aber auch andere Hunde. Und die zeigen Ella jetzt, wo ihre Grenzen sind. Nun bekommt Ella die klare Ansprache, die sie braucht. Da waren dann Hunde bei, ja, die konnten ganz gut damit umgehen, dass sie so ein bisschen durchgeknallt ist. Andere haben sie wieder in die Schranken gewiesen. Die nächsten haben sich dann irgendwann hingelegt. Und so konnte Ella auch lernen, ach so, wenn ich das und das Verhalten zeige, bekomme ich auch mal eine Ansage. Und dann leint Andreas Ella einfach ab. Die kleine Hündin hat jetzt begriffen, dass sie weder angreifen noch verteidigen muss. Und sie bekommt wieder behutsam, aber bestimmt gezeigt, wie es hier läuft. Ich würde schon sagen, dass man von Hunden einiges lernen kann, weil die da auch insgesamt sehr konsequent sind und sich Maßregeln halten. Und je länger Ella unter Hunden ist, desto mehr wird sie Teil der Gruppe, wird immer ausgelassener und will sogar mit den anderen spielen. Als Ella dann die Möglichkeit hatte, mit Hunden hündig zu sein, entspannte sie sich. Und als sie sich entspannte, entspannten sich auch die anderen Hunde und gaben ihr wieder neue Kraft. Also das, was wir hier gesehen haben, sind definitiv die zwei Gesichter der Ella. Auf der einen Seite bereit zum Angriff und auf der anderen Seite hat sie uns heute auch gezeigt, ja, ich kann es auch. Wenn ich vorher Grenzen aufgezeigt bekomme, kann ich dann auch wieder, wenn ich Freiheiten bekomme, mich dann doch einigermaßen sozial benehmen. Aber grundsätzlich ist sie ein sehr überdrehter Hund. Und da dürft ihr gucken, runterfahren. Das ist die erste Aufgabe. Sucht euch beim Spaziergang bitte Kontakte zu Leuten mit souveränen Hunden. Wenn ihr Hunde habt, die genauso durchgeknallt sind wie sie, meid es. Lasst da die Finger von. Führt die Regeln ein und führt sie auch konsequent durch. Und das sind eure Aufgaben. Okay, ihr Lieben, dann bringe ich euch noch nach vorne. Also viel zu tun. Mal sehen, wie Ella beim nächsten Treffen in 4 Wochen drauf ist. Auch Antonia aus Bielefeld soll heute eigentlich im Revier für Hunde erscheinen. Als Andreas sie vor 3 Wochen daheim besuchte, zeigte sich ihr Mischlingsrüde Loon äußerst angriffslustig anderen Hunden gegenüber. Der Coach arbeitete intensiv mit den beiden in einem Park und es gab auch schon erste gute Entwicklungen. Im Revier soll das Training heute fortgesetzt werden. Doch es kommt anders als geplant. Die 25-Jährige ist in Corona-Quarantäne und muss ihren Termin absagen. Ach Mensch. Ja, schade, ich hatte mich schon auf euch gefreut. Ja, sowas kann immer mal passieren. Ich hatte mich eigentlich gefreut, den Loon und die Antonia hier im Revier für Hunde begrüßen zu dürfen. Aber manchmal ist das halt so. Und jetzt versuche ich, aus der Ferne den beiden so ein Stück weit auch Unterstützung anzubieten. Wir werden mal telefonieren und dann schauen wir, was sich bis zum nächsten Hausbesuch getan hat. Ich bleibe auf jeden Fall dran.
Wird Antonia es mit Andreas telefonischer Unterstützung schaffen, die Situation mit Loon zu verbessern? Vier Wochen später ist er wieder in Bielefeld, auf dem Weg zu Antonia und Loon. Bei seinem ersten Besuch und auch später am Telefon war es dem Coach wichtig, dass Antonia Hundebegegnungen nicht länger meidet. Sie sollte bewusst den Kontakt zu Hunden suchen, aber Loon klare Grenzen setzen, wenn er zu stürmisch wird. Doch die 25-Jährige durfte aufgrund einer vorsorglichen Corona-Quarantäne zeitweise nicht ihre Wohnung verlassen. Zum Glück hat sie alles gut überstanden. Gut siehst du aus. Ja, danke schön. Mensch, ja. Soll man setzen? Ja, gerne, setz dich. Dankeschön. Ja. Ha, da ist er ja, der Ganove. Wie läuft's? Ja, viel Zeit zu Hause verbracht und hatte aber gute Unterstützung für Loon. Also ich hatte Freunde, Nachbarn, die sich dann drum gekümmert haben und denen ich dann auch in dem Sinne vertraue. Und da hatte ich dann auch tatsächlich gar keine Bedenken, dass die mit Loon rausgegangen sind. Hat auch sehr gut geklappt. Wenn Freunde und Nachbarn nicht gerade mit Loon spazieren waren, war er rund um die Uhr mit Antonia zusammen. Und das hat beide offensichtlich zusammengeschweißt. Vielleicht brauchte Loon genau diese Zeit der Ruhe, um in seinem neuen Zuhause so wirklich anzukommen. Nach so vielen Jahren auf der Straße und im Tierheim. In der Zeit, als ich mit Loon zu Hause war, haben wir versucht, das Typische für Hunde halt zu lernen, dass ich ihm noch mal Sitzplatz auch ohne Leckerlis mal versucht habe beizubringen. Ich habe ein paar Leckerlis versteckt, da durfte er auch mal ein bisschen suchen. Und das hat er auch recht gut gelernt. Nach ihrer Quarantäne konnte Antonia dann auch draußen wieder selbst mit Loon trainieren. Und diese intensiven gemeinsamen Wochen haben offenbar einiges bewirkt. Irgendwie ist es anders. Loon wirkt anders, du wirkst anders. Ich habe ihn in letzter Zeit, wo es ging, natürlich immer mitgenommen, ob Restaurants, Kaffee trinken. Also ich habe ihn wirklich versucht, oft mitzunehmen, wo er mir dann auch gezeigt hat, dass es klappt, wo er eine Stunde einfach auf dem Boden lag und das akzeptiert hat tatsächlich. Auch an Familientagen, wo es mir wichtig war, dass er dabei ist, war er auch dabei. Und, super. Ja, also es hat sich sehr zum Positiven gewendet, finde ich. Klasse, das freut mich. Ja. Auch toll. Für mich selbst, ja. Also dann würde ich gerne noch mit euch eine kleine Runde spazieren gehen, um zu schauen, vielleicht begegnen wir ja auch anderen Hunden. Und mal sehen, ob sich auch draußen alles zum Positiven gewendet hat. Zwar gab es keinen Besuch im Revier für Hunde, aber Andreas hat aus der Ferne weitergecoacht. Ich habe Antonia gesagt, geh in Alltagssituationen, nimm deinen Hund mit ins Restaurant, von mir aus fahr mit ihm in der Bahn, im Bus, hab Kontakt zu Artgenossen auch, für Loon, aber auch für dich, geh auf die Leute zu. Das war ein Coaching am Telefon. Und was dieses Coaching gebracht hat, wird sich jetzt zeigen. Eine Dame mit Hund nähert sich. Loon registriert den Artgenossen, bleibt jedoch brav bei Fuß und versucht nicht, in Richtung Zaun zu rennen. Hallo. Hallo. Als wir die erste Hundebegegnung im Park hatten, war ich positiv überrascht, weil ich habe gedacht, die erste Begegnung wird etwas stressiger, weil er dann wieder in seine alten Verhaltensweisen fällt. Nee, der war sehr cool. Aber Antonia war auch cool. Die erste Hundebegegnung fand ich auch selbst sehr gut. Hab versucht, ihn einfach ganz entspannt an der Leine zu halten. Er ist halt ein aufgeregter Hund, aber die Situation, finde ich, hat er sehr gut gemeistert, ja. Wird es beim nächsten Aufeinandertreffen auch ähnlich reibungslos laufen? Langsam. In der zweiten Begegnung war da ein bisschen mehr Stimmung drin, aber so ist das manchmal. Ne? Man begegnet Hunden, da klappt es gut, da klappt es weniger gut. Wenn man in so einer Situation merkt, dass die Hunde auf Anspannung sind, dann ist es gut, dass man erstmal so ein klein bisschen mehr Abstand voneinander hat und dann nicht zu viel machen. Weniger ist da mehr. Locker bleiben, ruhig bleiben. Locker bleiben. Gut, ist gut. Sitz. Super. Und dann, wenn der Hund sich ein bisschen beruhigt hat, dann kann man auch mal den anderen Hundebesitzer ansprechen. Wie heißt denn der Hund? Wie? Juma. Cooler Name. Wenn wir uns dann darauf konzentrieren, uns mit den Menschen zu unterhalten, wird der Hund merken, ach, ich bin jetzt gerade nicht mit meiner schlechten Energie der Mittelpunkt der Erde. Und dann fährt das Ganze schon ein Stück weit runter. Und jetzt kannst du aus der Situation rausgehen und wünschst noch einen schönen Tag. Dankeschön. Weil jetzt ist er ruhig geblieben, der Hund ist auch ruhig, wunderbar, klasse. Schönen Tag, danke. Ciao. Ciao. Danke.
Und der Tipp, mit anderen Hundebesitzern ins Gespräch zu kommen, hat auch schon zu einem richtig nachhaltigen Erfolg geführt. Antonia hat kurz nach dem ersten Besuch von Andreas beim Spaziergang eine Frau kennengelernt, die inzwischen eine gute Freundin geworden ist. Ainur mit ihrer Hündin Sheila kennen wir jetzt seit 1,5 Monaten und das ist wirklich Luins allerbeste Freundin. Wir treffen uns mindestens 1-2 Mal die Woche, um die Hunde freilaufen zu lassen. Mit ihr habe ich das auch das erste Mal gemacht. Da kann Luin einfach mal seinen Spaß haben. Da habe ich keine Bedenken, da hört er auch und auch in dieser Situation bin ich sehr gelassen. Ich unterhalte mich mit meiner Freundin und bei dieser Situation oder mit den beiden weiß ich, dass es eigentlich immer super läuft und die beiden Spaß haben. Also es ist ein toller Moment auch für mich selbst. Süß, oh, die ist süß. Ja, ich hab mich schon verliebt. Ne? Tolle Maus. Super. Schön, dass die zwei ja, sich die so sich, ja. Herrlich. Da hast du eine tolle Freundin, vor allem eine sehr souveräne. Ja. Ne? Ja, ist super. Das sind die Momente, die mich sehr bewegen. Das finde ich so schön, wenn die zwei Hunde dann miteinander spielen. Du lachst, ja. Die Hunde sind glücklich. Ah, ist das schön. Ich bin echt stolz auf dich. Die Veränderungen bei sich durchzuführen, das ist immer das Schwierigste. Wenn du ihn jetzt rufst, kommt er dann? Luin, komm mal her, hier hin. Super, toll. Ich hatte Gänsehaut, weil das ist für mich so ein Moment, wo ich merke, ach, das Coaching hat gefruchtet. Antonia kann entspannter spazieren gehen, sie nimmt ihren Hund überall hin mit. Luin hat eine tolle Freundin, mit der er über die Wiese flitzen kann. Ja, was will man mehr? Ich war total glücklich in dem Moment und das habe ich auch gespürt. Und dann war für mich der Moment des Abschieds. Das war's jetzt hier für mich. Mensch, tolle Reise. Ich bin total stolz auf dich. Ich finde das super, dass du so konsequent mit dir bist und dass sich das auch auf eure Beziehung ausgewirkt hat. Antonia und Luin, das ist für mich so eine Vorzeigegeschichte. Obwohl wir uns nur 2-mal gesehen haben und obwohl mir das Treffen im Revier für Hunde gefehlt hat, hat Antonia es geschafft, sich zu verändern und Luin mitzuziehen. Und das ist die Kunst. Die beiden haben eine richtig tolle Entwicklung gemacht. Ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Ciao. Mach's gut. Komm Luin ab. Wenn das. Antonia und Luin, sie haben nicht nur zueinander, sie haben sogar neue Freunde gefunden. Was für ein schönes Happy End. Hundecoach Andreas Olischläger ist auch wieder zurück in Oberhausen. Hier machte die kleine Ella 2 Monate zuvor vor allem im Garten Tumult. Im Revier für Hunde war sie auch an der Leine kaum zu bändigen. Auch mit Hilfe seiner Hunde zeigte Andreas Olischläger ihren Haltern Tanja und André, woran es mangelte. Zu wenig Konsequenz, fehlende Grenzen. Was erwartet Andreas heute? Zuerst einmal eine Überraschung. Ich komme hier rein, es wird nicht gebellt, ich werde nicht angesprungen. Ihr habt hier ganz viel gearbeitet, glaube ich. Ne? Jetzt sitzt sie hier, schon vorbildlich. Ich konnte es kaum glauben. Ich hatte irgendwie einen anderen Hund plötzlich vor mir, weil beim ersten Termin, da war die Ella noch sowas von überdreht. Und jetzt lag sie da in ihrem Körbchen und war tiefenentspannt. Alle Achtung, habe ich gedacht. Super. Und habt ihr meine Hausaufgaben gemacht? Habt ihr die Dinge, die ich euch aufgetragen habe, auch befolgt? Ich habe einige Videos gemacht. Wenn du möchtest, kann ich dir die gerne zeigen. Ja, gerne. Super. Ja. Da freue ich mich immer. Da kann man sehen, dass wir deinen Rat also befolgt haben, wie wir sie zu handhaben haben. Ach, da steht der Hund. Ja. Noch recht weit weg, aber sie war immer... Ja. Sobald man näher rangeht, versucht sie es immer mal wieder. Okay. Aber sie lässt sich ja auch wieder zurückbringen. Ne? Ja. Also das ist ja... Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Dann hätte ich noch eins vom Zaun hier. Das kannst du dir auch mal anschauen. Okay. Da sieht man schon, dass es auf jeden Fall etwas entspannter ist. Deutlich entspannter, deutlich ruhiger auch. Ja. Ja, schön. Super. Die Begegnung an der Leine möchte ich mir und uns nicht vorenthalten. Ich hoffe, wir treffen jetzt auf jemanden mit Hund. Wenn nicht, kennt ihr jemanden? Ja, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir den Nachbarn haben. Der hat vor kurzem einen Berner Sennenwelpen bekommen. Okay. Der aber auch schon recht groß ist. Und Ella und Bob haben sich noch nicht getroffen. Und ich habe jetzt mal letzte Woche schon mal anklingen lassen, dass wir uns mal gerne sehen würden. Ach. Mit Anleitung von dir. Ehrlich? Genau. Super, machen wir. Komm, gehen wir. Ella, komm. Es geht hinaus. In einer Sackgasse
keine 100 Meter entfernt, wartet Nachbar Mark mit Berner Sennenhund Welpe Bob. Doch Ella wirkt wieder völlig angespannt. Jetzt kannst du kommen. Ja. Genau. Guck, der Bob macht das schon gut. Ja. Doch Tanja zieht nur an der Leine, anstatt Ella konsequent und klar zu begrenzen. Hör auf, komm weiter. Oh, das ist natürlich jetzt extrem wieder gerade. Hier kann ich ganz deutlich erkennen, dass Ella wieder die Nase vorn hat. Und sie ist schon wieder auf Spannung. Und sie ist schon wieder auf Stress aus. Sie ist schon wieder in dieser Energie, wo ich sie nicht sehen möchte. Dann schenk mir erstmal ein Lächeln. Ja, hab ich. So. Lächeln kann ich. Schenk mir noch eins. Bleib bei mir. Zieh sie wieder zurück und bleib bei mir. Es bringt dir nichts, sich auf diese Energie einzulassen. Es bringt gar nichts, sich jetzt darauf einzulassen, sondern du musst bei dir bleiben. Ella ist schon total angespannt und dann ist Tanja auch noch angespannt. Deswegen braucht Tanja da dringendst mehr Ruhe und auch dieses, ja, Positive, auch dann den Marc zu begrüßen, sagen, hallo, ja klar, flippt mein Hund gerade aus, ja, aber ich möchte mich trotzdem mit dir unterhalten. Andreas macht noch einmal vor, wie es geht. Hier in dem Fall ist es jetzt ganz wichtig, dass wenn der Hund noch dabei ist, auszuflippen und aggressives Verhalten zu zeigen, dann nicht zu streicheln und zu sagen, alles ist gut, sei schön ruhig, weil dann bestärkt man den Hund nochmal in seinem Verhalten, sondern erst wenn der Hund in die Ruhe geht, bekommt er die Zuwendung. Und dann geht der Coach Schritt für Schritt mit Ella auf den anderen Hund zu. Dabei begrenzt er die kleine Hündin immer wieder, sobald sie sich auch nur ansatzweise wieder anspannt. Hi, kleiner Gauner. Na? Ella lauert und will dann doch nach vorn. Doch der Coach hat die Lage im Griff. Ich zeig sofort auf mit einem Schnippen und mit einer Grenze. Ich hab da keine Lust drauf und ich bin sehr, sehr schnell und sehr, sehr konsequent und ich bin nicht nachtragend. Und was ganz wichtig ist, ich nehme es nicht persönlich. Jetzt soll André es probieren. Runter in die Hocke, Grenze aufzeigen. André hat das schon ganz gut gemacht. Also er ging auch dann in die Hocke, hat dann auch die Hand davor gehalten, hat versucht, Ella in die Ruhe zu bringen, auch nicht mit zu viel reden, ruhig bleiben. Und sich dann auch auf den anderen Hundebesitzer und auf die Situation einfach auch mal einlassen. Und nicht nur, ich muss jetzt meinen Hund hier kontrollieren. Dann ist man nur beim Hund, dann ist man nicht mehr bei sich. André hat das gut gemacht. Ich denke, einfach mit Übungen und weiterer Konsequenz und Wiederholung kriegen wir das hin. Und Andreas hat bewiesen, dass es funktioniert. Und Ella hat auch bewiesen, dass, wenn man sie richtig führt, sie das auch kann. Tschüss, danke, ne? Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Das, was wir jetzt hier erlebt haben auf der Straße, war ja so, naja, geht so, ist noch viel Luft nach oben. Aber das, was ich drinnen gesehen habe, ja, hat mich überzeugt, dass ihr gut gearbeitet habt. Bleibt am Ball. Was ich euch empfehle, ist, geht mit Bob und Marc zusammen spazieren. Die zwei werden mit Sicherheit irgendwann zusammen spielen auch. Da gehe ich schwer von aus. Und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin konsequent, weil Ella braucht diese Konsequenz. Wir wissen, was wir zu tun haben. Ich wünsche euch was. Vielen Dank, Andreas. Gerne, bis dahin. Tschüss. Ciao. Auch wenn hier noch einiges zu tun ist, Anja und André haben schon eine ganze Menge erreicht.